Ja, danke dir, Chris. Gute Nacht wünsche ich dir. Weiß ich nicht, ich hätte gerne das Macabania so langsam. Ich bin auch gerne gewillt, da schön zu investen. Ich mach bis zwei. Was kommt nach Macabaya? Corazon! Wisst ihr, und dann gibt's so Leute wie Sui, die nicht mal nach Shinies hunten, ja, und während der CP-Zucht richtig viele Shinies erhalten. Ich gönn dich, Chris! Jetzt habe ich offiziell den Pokédex voll. Nice! Was hat Sui denn bekommen? Sui hat irgendwie zwei Corazons bekommen, ein T-Pokémon und ich glaube einmal Brimova. Living Dex ist fertig. Nice, GG. Gute Job. Vor allen Dingen auch noch ein schönes Mädchen, Evo, ne? Ich meine, Christa mit blauen Haaren fand ich schon, wie soll ich sagen, besonders, sag ich mal. Dass du dann ein blauhaariges Mädchen spielst in dem Pokémon-Game. Das war ja auch nochmal richtig krass. Will mal ins Bett, so, gute Nacht und dann kommt der Shiny hoffentlich in der Nacht. Ja, gerne! Happy Failure, gute Nacht wünsche ich dir. Mach es jut. Ja, ein Hardcore Soul Surfer fand ich dir auch nicht so toll. Aber hey. Hot Pocket. Robin hat eher defensiv oder offensiv? Ich würde es eher defensiver spielen. It happened! Ja! Yes! Shiny Macabaya und es sieht so gut aus bisher. Oh mein Gott! Oh, die Musik im Hintergrund. Ich habe gar nicht mehr dran geglaubt heute, wirklich. Ich dachte, wir müssen das auf morgen verzagen. 1259! Der längste Hand bisher. 1259. HeartGold Soul Silver hat gegönnt. Ja, HeartGold Soul Silver, geile Games. Endlich, ich habe ein Video für morgen und muss heute nichts mehr aufnehmen. Yes, was? Aber hey, wir haben Shiny Macabaya. Geiler Scheiß. Finally, HeartGold Soul Silver hat gegönnt. Oh, joi. We did it, Leute. We did it. Erstmal saven, wie immer. Und es sieht halt echt schön aus, ne? Es hat so ein grünes Auge. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung aussehen wird. Battle Schmuddle ist sogar am Start. Es sieht echt schön aus, finde ich. Wir gucken es uns sofort an und wir werden es auch instant entwickeln. Keine Sorge. Lass mich nur noch mal kurz die Musik anmachen. Hättest du mal vorhin HGSS abgespielt? 1259 haben wir gebraucht, Leute. Längste Hand bisher. Wir waren auf dem Weg Richtung Triple Odds, aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Oh, wir gucken das uns jeden Moment an. Kleinen Moment, Leute. Lass uns mal kurz ins Pokémon Center, weil da müssen wir ohnehin lang, weil wir dem Ding erstmal. Wobei, noch will ich ihm keinen Namen geben. Denn wir müssen es direkt entwickeln. Leider ist die Entwicklungsmethode bei Macabaya ja ziemlich ass. Da ist es ganz nebenbei. Rastlose Seele, Wesen stimmt, pfiffig, von der Hortleiterin erhalten. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Bisher.
Und wir werden es entwickeln. Das Ding ist halt, wie gesagt, die Entwicklungsmethode suckt. Oh, perfekte IVs. Perfekte IVs, richtig gut. Soll ich bloß nicht das Shiny wegmachen? Okay, das war das Shiny. Perfekte IVs, was gibt's Besseres? Jetzt bloß nicht das Shiny deleten, Regi. Wenn du das machst, Junge. Wenn du das machst, ich drücke auf den Knöpf hier. Aber ich habe ja vorher gespeichert. So, und jetzt müssen wir Makabaya entwickeln, Leute. Ich habe eine Idee, wie wir das am besten machen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Hoggers Shiny. Fresh Farty, du willst einfach nur im Video drin sein, gib's zu. Danke dir für den Fünfer, Habibi. Kuss geht raus. Üppijück, müppijück. Und ich würde sagen, boah, wie viele Bonbons ich habe. Die Leute fragen schon die ganze Zeit unter den Videos. Regi, warum hast du so viele Bonbons? Action Replay, hä? Was hast du da gemacht? Regi, hä? Action Replay? Hä? Was hast du da gemacht, Regi? Wie geht das, hä? Hast du so ein komisches Tool aktiviert, Regi? Nein, 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 Leute. Macht mal kein Auge hier. Also drei weitere. Level 49, perfekt. Das ist ein gutes Level. Wir müssen jetzt nämlich Setup betreiben, ja? Setup X. Oh, Flug wäre auch noch ganz geil gewesen. Bla, bla, Erdbeben. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht. Wir wollen einfach nur schnell durch. So, und wir müssen jetzt 49 HP verlieren, richtig? 49 HP. Das heißt, wir gehen nochmal hier ins Brückental. Erdbeben. Ja, Leute, Erdbeben können wir immer noch jederzeit beibringen. Alles gut, ja. Mir geht es jetzt eher darum, das Video nicht zu strecken, weil sonst heißt es wieder, Regi, 10 Minuten, du geldgeiler Bastard. Dann sage ich hier, Video strecken, ja, bei mir. Denke ich mir dann halt, ist er? Deswegen, gucken wir mal. Lol, Ulanga. Wie mache ich das am besten? Ich muss 49 HP verlieren, ne? Und dann muss ich hier durch diesen Tunnel fahren. Wo ist der Tunnel? Wo ist der Tunnel? Hä? Da oben ist er. Und wir haben sogar das erste Shiny mit unserem neuen Layout. Was sind das für Pokémon? Hippoterus, Hippototas. Ja, das sollte eigentlich ganz okay sein. Nein, ich will keinen Fokus-Gut geben. Leute, Fokus-Gut, einen habe ich schon gewastet. So, wir machen das nämlich gechillt. Sandsturm ist nämlich hier am Start und Sandsturm kann uns ganz gut runterballern. Fokus-Gut dafür ist waste. Eben. Und vor allen Dingen einen habe ich schon runtergehauen. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr gewastet. Wir haben sogar Schutzschild. Das heißt, wir können hier ein bisschen mit Schutzschild rumspielen. Okay, das war jetzt unnötig. Ah, Sandsturm funktioniert ja nicht, weil ich ein Boden-Pokémon bin. Bro, kannst du mal einen vernünftigen Angriff nutzen? Irgendwas, was mir ein bisschen Damage macht? Ja? Nein, nicht flinchen. Hallo. Erdbeben, okay. Wie viel Damage? Oh, perfekt. So, seht ihr, Leute? Und ihr wolltet einen Fokusgurt nutzen. Wasted wie sonst was. So, und jetzt. Oh! Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Leute sagen, es sieht unfassbar gut aus. Und ich will wissen, ob es wirklich so ist. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja. Ja. Ich glaube, normalerweise ist es... Ich... Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ich habe gerade versucht, den Unterschied ausfindig zu machen. Wo ist Galamakabaya? Erstmal müssen wir Galamakabaya finden. Ist es hier? Ist es weiter oben, oder? Moment. Ich will wissen, was anders ist. Wir müssen das vergleichen. Wo ist Da ist Galamakabaya. Doch, es sieht schon ordentlich anders aus. Seht ihr das? Es ist halt nicht rot-grau. Es ist eher so weiß-lila. Das sieht schon ordentlich aus. Viel schöner, wirklich. Eine richtig schöne... Gewicht 66,6 Kilogramm. Monka S.
Aber ja, Leute, ich finde das Shiny sehr schön. Es ist nicht zu fancy, aber es sieht halt einfach anders aus. Schön anders. Ich mag's. Das hat sich wirklich gelohnt. Also es ist halt schlicht, aber doch wirklich schön. Sieht man das? Was sieht man? Den Unterschied. Also ich sehe den Unterschied. Rot zu lila. Das Auge ist dann auch grün, was auch auffällt. Und es ist halt nicht grau, der Stein, sondern halt wirklich so weiß, so kreideweiß, was ich cool finde. Also es sieht echt geil aus. Ich mag's. Ich mag's. Ich find's viel, viel besser. Es ist schlicht. Ich würde sagen, 8 von 10 auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr gutes Shiny. Ja, finde ich gut. Ja, Leute, danke fürs Zugucken. Schaut in den Streams vorbei. Da gibt's Daily Shiny Reactions. Haha.